Wie alt bist du? Mein Name ist Christian Ehrhoff und ich komme aus Krefeld. Ich habe gegen Saisonende und in den Playoffs bei einigen Spielen hier die Stimmung lieben gelernt. Da ist das Feuer in mir wieder entfacht und dann habe ich mir überlegt, ich wäre gern nochmal Teil der Mannschaft und ja, so sitze ich heute hier. Verhandeln musste ich mit meiner Familie nicht, aber ich habe natürlich mit meiner Frau ein längeres Gespräch geführt und der von meiner Idee erzählt und die hat mich total unterstützt, fand das gut. Dann habe ich meine Kinder gefragt, ob ich nochmal Eishockey spielen soll für Krefeld und die waren hellauf begeistert und ja, ich habe die volle Unterstützung meiner Familie, was natürlich für mich auch sehr wichtig ist. Also ich glaube, der wirklich erste Auslöser nochmal war wirklich die Verabschiedung vom Adi. Dann war ich ja ein paar Spiele danach auch nochmal da und dann ist diese Idee, wo ich vielleicht am Anfang gedacht habe, ah, ist eine verrückte Idee, ist dann doch immer weiter gereift und dann in den Osterferien, habe ich dann wirklich die Entscheidung auch gefasst, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe, dass ich das gerne angehen möchte, das Thema. Und dann habe ich dem Per eine WhatsApp geschrieben, gefragt, ob wir uns mal nach den Ferien zusammensetzen können. Dann ist der Per fast vom Stuhl gefallen, als ich ihm gesagt habe, was ich gern machen würde. Aber er war sofort begeistert auch von der Idee. Dann haben wir zwei Tage später am 21. April, am 20-jährigen Jubiläum der Meisterschaft, haben wir dann den Vertrag unterschrieben. Nachdem ich mit Per gesprochen habe, hatten wir uns direkt am nächsten Morgen dann auch hier mit den Jungs in der Kabine getroffen. Ja, die standen alle hinter der Entscheidung, haben sich gefreut. Wir haben kurz ein paar Dinge besprochen und das Feedback war durchaus positiv. Ich glaube, sonst hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Wenn der Trainerstab das nicht gewollt hätte, dann hat das ja auch keinen Sinn. Aber da war alles auf Go und das hat mich natürlich dann auch gefreut. Also ich bin ja selbst als KFV-Fan groß geworden. Ich habe den Aufstieg damals in die erste Bundesliga live miterlebt und hatte dann das große Glück, dass ich mit 17 Jahren Profi werden durfte hier. Die Meisterschaft 2003 war natürlich ein absolutes Highlight. Ich denke, für alle Fans und für die Stadt genauso. Und dass ich im Lockdown 2012, 2013 dann nochmal hier ein halbes Jahr spielen konnte, das war eine der schönsten Saisons auch meiner gesamten Karriere. Die Stimmung war super. Wir haben sehr erfolgreich gespielt, waren zwischenzeitlich auf dem ersten Platz, haben, glaube ich, die längste Siegesserie jemals mit den Pinguinen aufgestellt. Ja, für mich, ich war natürlich auch damals an der Höhe meines Leistungsspektrums. Das war natürlich auch schön, dass ich da nochmal zumindest ein halbes Jahr im KFV-Trikot spielen konnte. Und jetzt freue ich mich, dass ich mein letztes Kapitel auch nochmal beim KFV neu schreiben darf. Ich denke, für mich ist das auch nochmal einen richtigen Abschluss finden. Ich wollte meine Karriere immer in Krefeld beenden und nach zwei Jahren in Köln habe ich aber für mich gemerkt, dass ich aufhören muss mit dem Eishockey, dass es absolut reicht. Das war auch damals die richtige Entscheidung, aufzuhören. Letztendlich geht es ja trotzdem um die Zweitliga-Meisterschaft und eine Meisterschaft am Ende der Saison zu gewinnen, sollte ja eigentlich für jede Mannschaft das Ziel sein. Die DL2
kenne ich natürlich jetzt nur von einigen Spielen, die ich hier gesehen habe. Insgesamt ist das schon ein gutes Level. Das Eishockey hat sich ja in den letzten 5 Jahren auch weiterentwickelt. Von daher denke ich, dass der Abstand da zur DEL oder wie das Level damals in der DEL war, auch geringer geworden ist. Ich erwarte ein gutes Level und darauf muss ich mich natürlich auch zu 100% vorbereiten. Ja, körperlich ist das natürlich jetzt nochmal eine Herausforderung und da muss ich alles geben, weil natürlich in meinem Alter ist es etwas schwieriger, auf das Level zu kommen, wo andere, oder man braucht ein bisschen mehr Input, sage ich mal, um auf das Level zu kommen, aber dessen bin ich mir bewusst. Ich habe mir zusammen mit unserer Athletiktrainerin in Moers im CE10 einen Plan gemacht. Wir sind ein paar Tests durchlaufen, zu gucken, wo ich im Moment stehe. Jetzt werde ich erstmal 6 Wochen an Muskelaufbautraining machen und dann die zweiten 6 Wochen werden dann ein bisschen mehr auf Kraft, Ausdauer und Kondition sein und dann bin ich mir sicher, werde ich zum 1. August fit und bereit sein. Natürlich auch muss ich jetzt an meinen Händen ein bisschen arbeiten, da bin ich jeden Tag schon dran und dann werde ich auch versuchen, einmal in der Woche aufs Eis zu gehen, um da so ein bisschen wieder das Gefühl zurückzubekommen. Ich denke schon, dass ich auch eine Führungsrolle mit übernehmen muss und werde und auch das erwartet wird. Natürlich jetzt werde ich dann mal mit Mala und mit Weissi sprechen, mich zusammensetzen. Ich erwarte natürlich, dass ich einige Nachrichten bekommen werde, weil sicherlich werden viele Jungs auch aus dem Eishockey-Geschäft, mit dem ich zusammengespielt habe, sehr überrascht sein von dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt was vermissen werde, weil das Leben als Profisportler ist schon sehr privilegiert und man kann sich da auf seinen Sport konzentrieren und darf mittags immer einen Mittagsschlaf machen. Mittagsschlaf ist zurück. Das muss ich aber noch mit meiner Frau abklären.